Deutschland ist in der Stagflation angekommen und wenn man mal eins und eins zusammenzählt, dann kann man, glaube ich, ohne allzu große Polemik sagen, das Land ist systematisch runtergewirtschaftet worden in den letzten Jahren. Das begann schon vor der Ampelkoalition, das begann unter Merkel, als man im Prinzip goldene Chancen hat verstreichen lassen, gepennt hat, immer nur so ein bisschen von der Vergangenheit profitiert hat. Der Letzte, der wirklich was gewagt hat, das war Schröder, der dafür dann auch abgewählt wurde. Merkel hat das Ganze dann verwaltet und sich auf den Lorbeeren ausgeruht. Und die Ampel ist so ideologisch festgelegt, vor allem mit den Grünen und Teilen der SPD, aus meiner Sicht, dass man diese merkelsche Energiewende jetzt noch radikalisiert, damit die Chancen der deutschen Wirtschaft weiter verschlechtert, weswegen die Aussichten für Deutschland nicht gerade rosig sind, wie ich jetzt mal in ein paar Grafiken zeigen werde. Ich weiß, da wird es wieder welche geben, die sagen, ja, das sei doch Schwurbelei und so weiter. Aber das sind Fakten, meine Damen und Herren. Wenn jemand hier etwas kritisieren will, dann bitte mit Fakten und nicht mit irgendwelchen Polemiken, die letztendlich keine Faktenbasis haben. Aber schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Wir sind jetzt in der Stagflation. Zunächst mal die deutsche Inflation im Juli jetzt bei 6,2%. Zum Vormonat ein Ticken höher als erwartet. Aber klar, 6% ist immer noch eine Menge Holz. Und wir sehen, das deutsche BIP ist jetzt immerhin auf Null im zweiten Quartal diesen Jahres gewesen. Das ist schon geradezu ein Erfolg, nachdem wir ja zwei Quartale leicht geschrumpft waren. Wie Bloomberg hier titelt, Deutschland kriecht aus der Rezession. Das ist vielleicht auch so ein Synonym für unsere Bürokratie. Die kriecht auch. Das ist so einer der Punkte, die letztendlich dazu führen, dass wir stagnieren. Neben der verfehlten Energiepolitik eine Bürokratie, die unter anderem dafür sorgt, dass ja die Bundesregierung zum Beispiel gesagt hat, naja, wir schaffen die Energiewende, wenn wir 5 Windkraftanlagen pro Tag aufstellen. Wie viel stellen wir faktisch auf? 1,5, also nicht mal ein Drittel davon. Dementsprechend kann die Energiewende schon deshalb nicht gelingen. Selbst wenn wir es schaffen würden, hier mit Wind und Solar, dann haben wir immer noch das Problem, dass die nicht grundlastfähig sind, dass wir also eine parallele Infrastruktur mit fossilen Energieträgern brauchen. Ob das Gas, ob das Kohle ist, Atom hat man ja abgeschaltet, aus sinnvollen Gründen. Wenn du ein Energieproblem hast, dann schalte Angebot ab, nämlich Energieangebote, dann geht es dir besser. Habt ihr auch das Gefühl, fragt deswegen Daniel Eckert, dass Deutschland ökonomisch nicht so gute Zeiten erlebt? Damit liegt ihr richtig. In fast der Hälfte aller Quartale seit 2017, also seit 6 Jahren, ist das Bruttoinlandsprodukt real geschrumpft. Ja, nicht geschrumpft, sondern geschrumpft, meine Damen und Herren. Also abzüglich der Inflation sind wir nicht mehr gewachsen, sondern geschrumpft in fast jedem zweiten Quartal. Das zeigt, wie wenig Dynamik hier in Deutschland der Fall ist. Und da stellt sich nicht nur ein Herr Scholz lächelnd hin und sagt, ach, Deutschland hat ja so ganz tolle Aussichten, sondern auch Herr Habeck heute, unser Wirtschaftsminister, der allerdings offenkundig eher für Klima zuständig ist, der sagt, wir sind doch ein attraktiver Standort, dann erzählt er Beispiele auf und das sind alles hochsubventionierte Projekte und wenn der Standort so toll wäre, nämlich der Standort Deutschland, dann fragt man sich, warum müssen wir dann so viel Subventionen vergeben und dahinter steht letztendlich ja eine Energie, die Klima- und Energiekrise, so sagt zum Beispiel hier Ulrich Schneider, die können wir nicht mit dem Kapitalismus beherrschen. Wir müssen die Systemfrage stellen. Ein auf Gewinn und Konkurrenz ausgerichtetes Wirtschaften führt uns angesichts dieser Herausforderungen ins Verderben. Genau deswegen brauchen wir offenkundig die Planwirtschaft, denn dieser Wandel, der muss jetzt geplant werden. Da ist nichts mehr mit freiem Wirtschaften. Da wird vorgegeben, was du zu tun hast und was du zu lassen hast. Und wir haben sozusagen jetzt die DDR uns ja einverleibt, nämlich die Bundesrepublik Deutschland. Und man hat das Gefühl, wir haben jetzt immer mehr DDR in unserem Körper. Immer mehr Planwirtschaft kommt da und das mit einer ähnlichen Heilsideologie, nämlich wir müssen sofort das Klima retten, am deutschen Klimawesen wird das Welt genesen. Das hat Hofreiter indirekt jetzt kürzlich auch gesagt. Die Welt schaut auf Deutschland, ja, die Welt lacht über Deutschland weitgehend. Keiner macht es so wie wir. Auch das sollte doch mal zu denken geben, meine Damen und Herren, dass wir die Einzigen sind, die diese Politik fahren und uns extrem abhängig machen, Klumpenrisiken einhandeln. Wir setzen alles auf Elektrifizierung, haben aber praktisch die Infrastruktur da gar nicht. Und all das mit dieser Planwirtschaft, mit diesen immer mehr planwirtschaftlichen Elementen, sagen wir mal, Deutschlands Staatsschulden steigen auf 47 Milliarden Euro auf ein neues Rekordhoch.
Also immer mehr Schulden, das ist die Folge der Planwirtschaft oder auch eine Folge der Planwirtschaft. Natürlich haben wir wegen Corona und so weiter hier Themen gehabt, die nichts jetzt mit Energiepolitik, mit Klima zu tun hatten. Das waren ganz eigene Themen, aber es zeigt, dass sozusagen die Dinge jetzt so systematisch aus dem Ruder laufen. Und Deutschland war ja mal so ein bisschen ein Musterland, auch was die Schuldenmacherei betrifft. Das ist vorbei. Und wir waren auch mal eine sehr produktive Nation. Hier sehen wir mal das BIP pro Kopf zwischen 2018 und heute im Vergleich zu den Amerikanern. Und während das BIP pro Kopf in den USA deutlich nach oben geht, schrumpft unseres, respektive es geht zurück. Wir werden weniger produktiv. Wir verlieren an Produktivität. Alle wollen nur 4 Tage arbeiten die Woche. Man glaubt, dann sei man produktiver. Okay. Da gibt es verschiedene Meinungen dazu, aber das ist auf jeden Fall mal ein Fakt, dass wir hier weniger produktiv werden. Und deswegen warnt Daniel Stelter eben auch und sagt, die Industrie wandert ab wegen diesen zu hohen Energiekosten. Wir werden das Armenhaus Europas und das sieht das Ausland. Hier sehen wir mal die Investitionen in Deutschland auch und gerade von ausländischen Firmen, die gehen seit 2021 deutlich zurück. Das dürfte 2023, da gibt es die Daten noch nicht, sich nicht wirklich verbessert haben. Und viele sagen ja dann immer, ja, was kann man dafür? Energiepreise sind nach oben gegangen, weil der Putin die Ukraine überfallen hat. War, das hat er gemacht und seitdem haben wir den Stress. Ist aber nicht so, meine Damen und Herren, ist ja nicht so, sondern die Stromkosten zum Beispiel, die Energiepreise sind schon zuvor deutlich gestiegen. Hier sehen wir mal, der größte Anstieg erfolgte 2021. Meines Wissens ist da noch nicht so viel in Ukraine-Krieg gewesen, gell, sondern das lag auch unter anderem daran, dass man die Atomkraftwerke abgeschaltet hat. Und Wunder, 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 nicht nur seitdem importieren wir Strom, sondern wir sind auch so schmutzig wie ansonsten nur Polen. CO2-Emissionen pro Kilowattstunde, die wir produzieren. Da ist nur Polen noch schmutziger, weil Polen noch mehr auf Kohle setzt als wir. Wir schalten ja die Atomkraftwerke ab, deswegen haben wir jetzt Kohle raufgefahren. Kohle können wir dann 2030 abschalten, weil dann haben wir Solar und Wind nicht. In Deutschland weht ja so viel Wind ständig und vor allem, es scheint ja permanent die Sonne. Das muss am Klimawandel liegen, meine Damen und Herren. Also, wenn wir hier mal die mathematische Gleichung aufmachen, wir geben wahnsinnig viel Geld aus und was erreichen wir dafür? Wir sind die zweitschmutzigste Nation hier in die Europa. Das ist doch schon mal ein super Erfolg. Wir haben die teuersten Strompreise weltweit. Deswegen will man jetzt dann hergehen seitens der Bundesregierung und Industriestrom subventionieren. Wir machen das also erst künstlich teurer, um es dann hintenrum zu subventionieren. Dafür brauchen wir Bürokratie. Damit schaffen wir wieder sozusagen neue, faktisch unproduktive Leute. Und hier sehen wir mal, wie es um die deutsche Wirtschaft steht, um die verschiedenen Sektoren der deutschen Wirtschaft. Chemie natürlich ganz schlecht. Hier hellblau, dunkelblau, das ist sind die energieintensiven Sektoren und gelb, oder was auch immer das für eine Farbe ist, meine Damen und Herren, also heller heute, ne? Das ist die andere Wirtschaft, die also nicht so energieintensiv ist und der geht es gar nicht schlecht. Wir sehen hier also ganz klar, wo das Problem liegt und dadurch, dass Deutschland eben ein Industrieland ist, das bestimmte Industrien wie Autos praktisch auch reich gemacht hat, sind wir natürlich energieabhängig, sind wir eigentlich auf niedrigere Energiekosten angewiesen. Aber nein, die Grünen, sagt Anna-Vera Wendland hier, die glauben an die Wissenschaft nur, solange es ihnen nützt. Wenn es nicht nützlich ist, dann ist man eher sehr emotional und irgendwie religiös veranlagt. Dann hat Habeck heute vor der German Angst gewarnt. Aber diese Grafiken, diese Statistiken, die ich Ihnen gezeigt habe, die habe ich nicht erfunden, sondern die sind real, das sind Fakten, das sind Zahlen. Und wenn dann die Leute das Gefühl haben, irgendwie läuft das nicht so richtig hier, dann wird anderen wie mir zum Beispiel vorgeworfen, es sei Angstmacherei. Aber das sind Fakten, das sind Zahlen, das hat mit Angst nichts zu tun. Die Industrie wird runtergefahren und soll halt woanders produziert werden, wie Greichen gesagt hat. Verkehr ist nicht gerade wirklich toll. Wohnungsbau ist jetzt zum Stillstand gekommen, ist schlichtweg zu teuer. Können Firmen nicht mehr leisten, die nicht sehr, sehr viel Eigenkapital haben. Und wir haben natürlich eine Bürokratie, die sich vorwiegend um sich selbst kümmert. All das sind natürlich wahnsinnige Bremsklotze. Und hier sehen wir mal die Innovationskraft auf wichtigen Technologiefeldern. Da sind wir im Grunde seit 2010, 2015 permanent in den allermeisten Sektoren am Abstieg. Von KI ist in Deutschland relativ wenig zu sehen.
Gut, es gibt zum Beispiel DeepL, diese Übersetzungsmaschine, die ist ganz gut, aber es ist sonst nicht so wahnsinnig viel. Deutschland hat sein goldenes Jahrzehnt verschenkt. Das begann unter Merkel. Das kann man dieser Ampelkoalition nicht alleine anlasten, aber sie macht die Dinge nicht besser, sondern eher schlimmer aus meiner Sicht. Und das ist das Problem, dass eben dann die Medien auch mitspielen. Da gibt es eine grüne kulturelle Vorherrschaft in Deutschland, in den Medien. Die Mehrheit der Deutschen denkt anders. Deswegen haben die Grünen ja auch nicht die absolute Mehrheit, sondern teilweise jetzt ja rückläufige Umfragen. Aber in den Medien ist das sozusagen Konsens. Wer sich da kritisch äußert, der wird dann schnell mal als Klimawandelleugner abqualifiziert etc. Und das alles führt dazu, dass die Dinge hier nicht wirklich gut laufen. Schauen wir uns mal das Ausland an. Heute gab es Zahlen aus Spanien und Frankreich. Spanien zwar in dem Wachstum etwas weniger als erwartet, aber die wachsen. Wir sehen dann in Frankreich Wirtschaft 0,5% gewachsen. Also die schrumpfen nicht oder stagnieren nicht wie wir. Dementsprechend muss man sagen, sind wir da ganz vorne mit dabei. Ich glaube, der IWF, was der ja neulich gesagt hat, Deutschland hat die schlechtesten Aussichten für das Wachstum aller entwickelten Industrieländer. Da kann man nur ein herzliches Glückwunsch sagen an die verantwortlichen Herrschaften, die das mit verursacht haben. Kommen wir jetzt zu den Märkten, meine Damen und Herren, zum heutigen Geschehen. Und wie heute Morgen schon vermutet von mir, die Wall Street feierte gerne eine Party dann öfter mal, auch wenn es die gleiche ist. Wir hatten ja vor gut zwei Wochen die CPI-Headline. Inflationszahlen, die waren niedriger. Heute kam PCE auch aus dem Juni, also aus demselben Erfassungszeitraum. Im Prinzip ein Ticken zu den Vorjahresmonaten. Headline wie auch Kern ein bisschen niedriger, hat sich die Wall Street gesagt, das ist ja schick, ist ja super, obwohl hier die Daten auch zeigen, dass die Löhne jetzt gestiegen sind. Das ist der größte Anstieg der Löhne etwa bei den Government Workers, also die Staatsbediensteten, seit Oktober 2021 und bei den Privatjobs seit Oktober 2022. Wir sehen also die Lohndynamik, die steigt wieder. Wir sehen, dass die Amerikaner mehr ausgeben als erwartet. Das ist natürlich latent inflationär und das sehen wir dann zum Beispiel auch in den verschiedenen Einkaufsmanager-Indizes, die sogenannte Future Activity, also diese vorlaufenden Indikatoren, die Frühindikatoren innerhalb dieser Einkaufsmanager-Indizes, die zeigen schon wieder deutlich nach oben. Dazu kommt dann jetzt der Benzinpreis, der Spritpreis in den USA, ist jetzt auf dem höchsten Stand seit 8 Monaten. Also das ist jetzt im letzten Monat durchschnittlich pro Gallone 20 Cent teurer geworden und die rückläufigen Energiepreise waren ja dafür verantwortlich, dass die Inflation auch in den USA, wie weltweit kann man ja sagen, durch Energie dann wieder zurückgegangen ist, nachdem Energie ja der Haupttreiber dieser starken Inflationsanstiege war. Und schauen wir uns mal die Berichtssaison an. Bisher in den USA, die Gewinne sind um 8% gefallen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Aber natürlich haben 80% der Unternehmen die Erwartungen geschlagen. Durchschnittlich war ja noch vor einem Jahr etwa erwartet für diese Berichtssaison ein Gewinn pro Aktie von $225. Jetzt sind es $180. Wenn du dann 190 erreichst, dann heißt es, du hast geschlagen. Also das übliche Spiel, das immer passiert. Senke die Erwartungen so weit, bis du sie dann übertreffen kannst. Und wie es real aussieht mit der Wirtschaft in den USA, das hat Hannes Zipfel, mein Kollege, hier mal gezeigt. Der sagt, für jedes Dollar Wirtschaftswachstum haben die Amerikaner 16 Dollar Neuverschuldung aufgenommen. Also da fällt es dann wahrscheinlich relativ leicht zu wachsen, wenn ich permanent auf Pump irgendwie versuche, mein Wachstum hier letztendlich zu erzeugen. Und hier nochmal der Verweis auf die extrem euphorische Stimmung an der Wall Street. Da gibt es ja X-Sentiment-Indikatoren, die das belegen. Eine davon die aktiven Vermögensverwalter, die jetzt mit mehr als 100% investiert sind. Immer wenn es über 97% ging, dann kam eine Korrektur. Wann sie kommt, kann ich nicht sagen, aber sie ist überfällig, das kann ich sagen. Und derzeit ist es so günstig wie noch nie, sich gegen einen Abverkauf, in Anführungszeichen eine Korrektur von 5% abzusichern. Aber es will dann niemand, wenn es günstig ist. Die Leute wollen immer die Dinge dann haben, wenn sie teuer sind. Das gilt für die Aktienmärkte derzeit auch. Dann wollen es alle haben. Wenn es günstig ist, will es keiner haben. Das ist sozusagen das Paradox der Finanzmärkte. Abschließend drei Empfehlungen. Nochmal der glorreiche Roberto Habecchino zur BIP-Stagnation, warum das passiert ist, gell? Und Sie ahnen schon, das ist wegen dem Putin, gell? Also wäre jetzt der Putin nicht gewesen, dann wären wir Weltmeister im Wachstum, das ist klar. Erste Empfehlung, alles schön auf Subvention. Zweite Empfehlung, macht ja Sinn, dass der DAX dann auf neuem Allzeithoch ist.
Warum, wieso, weshalb? Da ist der DAX ja sicherlich eher ein Call auf die Weltwirtschaft als jetzt ein Zeichen der deutschen Wirtschaft per se. Aber auch die Weltwirtschaft steht ja nicht so gut da. China, Europa ist ja alles andere als jetzt extrem stark. Und die BRICS-Staaten, das jetzt mal ein geopolitischer Zusammenhang, da gibt es einen Konflikt zwischen China und Indien und Brasilien. China will möglichst viele Nationen in diese BRICS reinholen, weil man wahrscheinlich seitens Pekings der Auffassung ist, je mehr da drin sind, umso mehr können wir unseren Einfluss weltweit auch dann ausüben. Indien und Brasilien sind dagegen. Hochinteressant, diese Konfrontationen, die da stattfinden. Also diese drei Empfehlungen jetzt. Ein wunderschönes Wochenende. Ich sage Servus, ciao.